gleich habe ich es. Geschafft. Und noch ein Relikt. Ich krieg sicher später raus, was ich damit mache. Also der hat hier einen Plan, wie ich hier rechnen sollte. Bist du bald fertig? In deinem Alter war ich auch so ungeduldig. Ist alles okay? Was macht ihr denn hier draußen? Frag meine Großmutter. Ich habe meinen Wachdienst verlassen, um nach ihr zu gucken. Sie wollte die Blüten sehen und will nicht mehr weiter. Seit wann interessiert sie sich für Blumen? Nicht nur Blumen, mein Kind. Es sind Scharlachstiele. Ihr Duft beruhigt die Nerven. Das hat mir vor vielen Jahren ein Utaru-Samensucher erzählt. Ein Utaru? Jetzt erzählst du Märchen. Wenn damals einer hier gewesen wäre, hättest du ihn direkt getötet. Konnte ich nicht. Ich sah ihn Blumen pflücken. Hier ganz in der Nähe, auf Tenak-Gebiet. Ich wollte ihn niederschlagen, doch er hat gesungen. Gesungen? Ich kann mich an die Melodie erinnern. Entschuldigung. Aber an seinen Tonfall. Und an seinen Namen. Milo. Er blieb damals für ein oder zwei Tage. Ich nahm den Wachdienst an, damit ich zu ihm konnte. Und er hat seine Rückkehr nach Rheinklang verschoben. Für die Blumen, sagte er. Sag mir bitte, dass ich nicht von einem Utaru-Gärtner abstamme. Beinahe. Beinahe. Aber meine Lust zu kämpfen war stark. Und er musste zu seinen Leuten zurück. Ich dachte an das, was ich mit ihm gehabt hätte. Und ob er genauso denkt. Würde er mich gern in Rheinklang sehen? Oder nur einen Scharlachstiel annehmen? Es ist weit bis nach Rheinklang. Aber ich bin manchmal dort. Ich kann ein paar Scharlachstiele pflücken und sie Nilo geben, wenn ich ihn finde. Bitte! Er war dort ein Kräuterkenner. Ich weiß, viel Zeit ist seitdem vergangen. Doch ich möchte wissen, ich möchte, dass er weiß, du weißt, was ich meine. Ich glaube, ja. Eine alte Frau zu ermutigen? Warum machst du das? Warum nicht?
sollte den Kräuterkenner suchen. Vielleicht ist es Nino. Ich könnte ihm die Scharlachstele geben. Ich habe neu... Wie ich höre, haben die Tenakt-Rebellen die Grenztore im Westen besetzt. Halt dich am besten von ihnen fern, wenn du dorthin gehst. Danke für die Information. Hier sind auch noch drei, hier sind auch noch Quests. Noch mehr Rebellen. Ah, super. Die Taro haben schon genug zu tun. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Ja, eigentlich wollen nicht alle Nebenquests sehen. Das ist eigentlich, ob ich die mache. Eigentlich würde ich die ja nicht alle machen, aber... Einige wollen es halt gerne, einige wollen halt... Die gerne alles gesehen haben. Was ist denn hier los? Du hast doch vor dem Chor gesprochen, ja? Du könntest helfen. Das hier geht dich nichts an, Fremde. Dulden wir deine Einmischungen denn nicht schon genug? Eine mehr vertragt ihr sicher. Hat sie wohl recht. Meine Frau, Calais. Sie sollte dem Chor beitreten. Sie ging zum Sporn, um den Entdeckungsritus durchzuführen. Aber sie muss gestürzt sein. Und jetzt brechen sie die Suchaktion ab? Wir haben genug getan, Bray. Die Suchmannschaft fand nur ihr Instrument. Es lag kaputt am Flussufer. Und auf dem Sporn lag nur die Farbe, die sie beim Ritual verwendete. Wir werden von nicht noch mehr Leuten verlangen, ihr Leben zu riskieren, nur weil eine Frau stur ist. Aber die Samen, die sie trug, müssen gepflanzt und verehrt werden. Du hast Landgöttin Rey geholfen. Du sahst, was niemand sonst sah. Bitte, such nach ihrer Samentasche. Falsche Hoffnung ist Treibsand. Ich fürchte, mit dieser alten Frist noch hier ins Rennen würgen. Ernsthaft. Calais trug eine Samentasche bei sich? Das tut jeder Utaru. Wir wählen in jungen Jahren Samen aus den Pflanzen der Ahnen oder anderer wichtiger Personen. Und nach dem Tod kehren die Samen in das Land zurück, das uns nährte, damit neues Leben sprießen kann. Und deshalb will ich Calais Tasche. Ihre Samen sollen in Reinklang wachsen. Der Fluss trägt die Samen zu neuem Boden, wo sie sprießen und blühen werden. Aber in der Fremde. Mehr Hoffnung bleibt uns nicht. Dieser Entdeckungsritus. Was genau ist das? Eine Pilgerfahrt zum Sporn an den Ort, von dem aus der erste Utaru Reinklang sah. Calais sollte dem Weg unserer Ahnen folgen, ihre Augen färben und dann auf das Land schauen und ihr Lied spielen. Dann hätte sie ihr Mal am Sporn hinterlassen und so zu all jenen gehört, die vor ihr kamen. Früher machte jedes neue Chormitglied die Reise. Aber nach der Störung ließ man von dem Brauch ab. Niemand trat mehr diese gefährliche Reise an. Warum dann Calais? Wir rieten ihr alle davon ab. Aber wie auch sonst, ignorierte sie unsere Warnung. Sie meinte, es würde ihre Ansicht stärken. Sie musste beweisen, dass sie die alten Sitten respektierte, obwohl sie dagegen sprach. Dann würden mehr auf sie hören. Wie war Calais politisch eingestellt? Radikal. Ihr hättet euch gut verstanden. Reinklang stirbt. Aber Calais sagte, wir müssen nicht auch sterben. Der Wind trägt den Samen in ferne Lande. Sie schlug vor, dass die Utaru Reinklang verlassen und fortziehen. Dieses Land gehört zu uns. Ein Baum packt nicht seine Wurzeln, auch wenn ein Feuer naht. Ihr seid keine Bäume. Das spielt keine Rolle. Ey, der Frau gesagt, ich bin Mensch, jetzt bin ich noch nicht überall ein, hätte ich wahrscheinlich jetzt gesagt oder sowas. Also, ich könnte jetzt ordentlich mal das Rennen drücken, aber das kann ich ja gar nicht. Das kann ich ja nicht. Mann, sie vom Kurs. Komm mir wie ziemlich arrogant vor. Warum sollte Calais dem Chor beitreten? Der Chor entscheidet selbst, aber das Volk entscheidet mit. So fiel die Wahl auf sie. Calais forderte mit der Zeit zunehmend neue Ideen anstelle alter Traditionen und erntete Zuspruch dafür.
Wir müssen uns der Dissonanz stellen, auch wenn sie vielleicht unangenehm ist. Ihr nahmt Calais also auf, um dieses Lauffeuer zumindest einzudämmen? Die Fremde versteht aber schnell. Falls ich dort vorbeikomme, suche ich sie. Danke. Der Sporn liegt im Nordosten von hier. Suche bei der zerstörten Brücke unten an der Klippe, direkt am Fuß des Sporns. Dort fand die Suchmannschaft auch ihr Instrument. Okay. Genehmigst du mir das? Vergeude du deine Zeit, wenn du willst. Zu suchen, was das Land sich bereits wiedergeholt hat, ist sinnlos. Hier los? Klingt nach einem Problem. Wir sprechen von etwas Wichtigem, Fremde. Ja, bitte. Später. Genau deshalb mag ich oft lieber Pflanzen als Menschen. Sie sind weniger anstrengend. Ich entschuldige mich. Mein Volk war einst freundlicher, doch Hunger nimmt vielen ihre Herzlichkeit. Sieht aus, als würde es hier an ziemlich vielem mangeln. Kann man da irgendetwas tun? Jol hat recht. Wir brauchen Nahrung. Deshalb haben wir Jagdgruppen ins Altholz geschickt. Einen Wald im Norden. Wir haben nie Tiere gejagt, um zu essen. Wir mussten es nie. Doch da unsere Ernte ausbleibt, haben wir keine Wahl. Doch etwas anderes ging schief. Eine Maschine massakrierte die letzte Gruppe von Jägern. Ein Krallenschreiter. Und glaubt man dem einzigen Überlebenden, war er tödlicher als alle zuvor. Bis er fort ist, kann ich keine Jäger schicken. Und ohne Fleisch werden unsere Leute immer dünner. Ich habe dich da oben gesehen, als ich vor dem Chor gesprochen habe. Ja. Verzeih mir, dass ich dir nicht besser helfen konnte. Und vor allem so. Viele Utaro denken, dass wir über der Politik stehen, aber das ist falsch. Ich bin oft nicht einig mit Fane, doch ich muss häufig mit ihm zusammenarbeiten. Also wolltest du ihn nicht verärgern? Jedenfalls nicht so öffentlich, nein. Ich hoffe, du verdenkst mir das nicht. Schnee von gestern. Am Ende hat's ja geklappt. Wie lange kann der Stamm ohne weitere Nahrung auskommen? Die Landgötter schaden den Feldern jeden Tag mehr. Ein Monat? Vielleicht zwei? Das Verrückte ist, dass viele sich damit abgefunden haben. Wie Fane, der uns einfach auf den Tod warten ließe. Er sagte, der Tod ist nur ein Teil des ganzen Kreislaufs. Du würdest lieber etwas tun? Ja, wie Jäger im Altholz jagen zu schicken. Fane hat auch das abgelehnt. Er wird das Schicksal der Jäger sicher dazu nutzen, Leute auf seine Seite zu ziehen. Wenn wir ihn lassen. Erzähl mir alles, was du über die Maschine weißt, die die Jäger angriff. Sie wurden am Rand des Altholzes angefallen und einer, Ven, überlebte und schaffte es zurück nach Rheinklang. Wenn du ihn befragen willst, unsere Heiler pflegen ihn gesund. Die anderen vier Jäger hatten nicht so viel Glück. Es muss eine mächtige Bestie sein. Kannst du sie vernichten? Ich habe viele starke Gegner besiegt. Gut. Das Jagen im Altholz muss sicher werden. Eine Sache noch. Jeder Utaro trägt eine kleine Samentasche, von der Geburt an bis zum Tod. So gedenken wir unseren Angehörigen und ehren ihr Vermächtnis.
Es würde den Familien der Jäger viel bedeuten, wenn du sie zurückholst. Ich tue, was ich kann. Ich vertraue dir. Sei vorsichtig im Wald. Bevor ich ins Altholz gehe, sollte ich zum Überlebenden. Vielleicht weiß er was über den Krallenschreiter. Nimm. Wir haben genug Passionen, wenn du welche möchtest, Fremde. Stimmt etwas nicht? Da hat wohl jemand Ärger. Ja, Jax. Er hat gehört, dass die nackt herumlungern, wo sie nichts zu suchen haben. Ist dann gleich los, sie zu suchen in Steinhall im Süden. Der Narr. Wer genau ist dieser Jax? Mein Freund. Merkt man das denn nicht? Bisschen jünger als ich. Bei ihm knirscht noch nicht ständig alles. Kann ganz gut mit dem Bogen umgehen. Er ist auch ein guter Trinkkumpan. Vorausgesetzt, wir haben Süßsaft. Ich hab's ihm gesagt. Wer in einen Busch greift, darf sich über Dornen nicht wundern. Vielleicht sollte ich ihn suchen. Steinhall, sagst du? Genau. Jetzt entschuldige mich. Die Wurzeln graben sich nicht allein aus. Hast du kurz Zeit für eine alte Frau, Jäger? Mittel können heilen. Fremde, was kann ich für dich tun? Du bist der Kräuterkenner, oder? Bist du Nilo? Nein, Nilo war vor meiner Zeit. Ich glaube, er ist nach Norden gegangen, nach Flusslied. Warum? Brauchst du eine bestimmte Salbe? Nein, aber jemand anders auf eine Art. Danke, ich versuch's im Flusslied. Dort ist ein Hain, eine Gedenkstätte, eine schöne Grünanlage. Wenn er dort ist, pflegt er sie bestimmt. Danke nochmal. Freut mich zu helfen.
schau dir meine Waren an. Ich hoffe, du findest den Flusslied, wonach du suchst. Okay. Ich bin auf dein Überleben spezialisiert. Ich sollte Nilo suchen, ihm die Scharlachstiele geben. Der Kräuterkenner in Rheinklang meinte, er sei vielleicht in der Nähe des Hains. Lange ist es. Aloy! Sagte sie. Ich kann's nicht glauben. Ich erwarte einen Kampf und stelle fest, dass du bereits einen beendet hast. Ich war nicht allein. Dein Volk hat Glück, dass Kyrus anführt. Der ist stur wie Unkraut. Dass wir endlich alle wieder in Flusslied sind, darüber freue ich mich. Möge das Land in deinen Schritten erblühen, Aloy. Erste Blüte des Winterlieds. Ich sehe sie an und spüre die Schwere meiner Jahre von mir abfallen. Sie sind schön. Schön, wie die Jungen für das hier gekämpft haben. Mann, diese Sprosse haben sich ganz gut geschlagen. Stark wie die Wurzeln eines stolzen Baums. Aber sag ihnen das bloß nicht. Es bleibt unter uns. Jetzt sollte ich dafür sorgen, dass unsere siegreichen Krieger sich beim Feiern nicht wehtun. Hallo. Eine Nora. Hier. Du bist weit weg von zu Hause. Du hast wohl recht. Ich suche einen Kräuterkenner namens Nilo. Ich glaube, du hast seinen Namen erwähnt. Du bist am richtigen Ort. Seine Samen sind hier vergraben, wo er die Blüten anderer pflegte. Zum Beispiel meiner Mutter. Ich bin seine Tochter, Gia. Seit wann ist er denn tot? 5 Jahre jetzt. Er steckte viel Liebe in diesen Heim. Fast so viel, wie er mir gab. Deshalb könnte ich Flusslied nie verlassen. Ich möchte gern ein paar Blumen da lassen, wenn ich darf. Von einer alten Bekannten. Scharlachstiele. Sie sind selten hier, aber sie waren ihm am liebsten. Ich wusste nie, warum. Er pflanzte sie, wenn er konnte, doch er pflückte sie nie. Er zog es vor, sie blühen zu sehen. Das klingt doch gut. Er war also ein guter Mann, der ein gutes Leben hatte? Das war er. Und das hatte er.
Ich weiß nicht, wer die alte Bekannte ist. Aber wenn mein Vater sie mochte, muss sie eine gute Seele sein. Thank you.
Daraus kann bestimmt etwas Leckeres werden. Dass Sie hier sind. Um Sie loszuwerden, sollte ich am besten den Anführer erledigen. Da! Sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall.
Fall bin ich hier fertig. Genau, was ich brauche. Ich habe keinen Sichtkontakt mehr. Ihr beide, wir suchen. In den Bereich schießen. Das wird mir erstmal nicht ausgehen. Schau, die Fremde ist zurück. Ich sehe noch gut genug, Kind. Ist mein Wachdienst vorbei? Hast du von Großmutters Gärtner gehört? Ja und nein. Ich habe die Scharlachstiele auf sein Grab gelegt. Seine liebste Blume, glaubt seiner Tochter. Er liebt es, sie blühen zu sehen. Er ist tot. Doch er hat über die Jahre an mich gedacht. Das muss mir ausreichen. Wirklich? Das war's? Bist du sicher, es war der richtige Gärtner? Kräuterkenner? Es schien, als ob du es für einen nutzlosen Gang hieltest. Nun, es hat dir eben etwas bedeutet. Es hätte ein ganz anderes Leben sein können. Schon möglich. Aber dieses Leben war auch nicht so schlecht. Ich habe sogar eine Enkelin, die sich in der Wildnis auf die Suche nach mir macht. Und ich habe Scharlachstiele, die mich an Nilo erinnern. Klingt, als ob deine Großmutter alles im Griff hat. Vielleicht hat sie das. Sag mir einfach, wenn du das nächste Mal hier rauskommen möchtest, ja? Anstatt zu verschwinden. Mach ich vielleicht. Hier, Fremde. Nimm das. Weil du einer alten Frau halfst, sich ans Jungsein zu erinnern. Thank you.
auf der Haut. Fremde, mögest du dich voll im Feld erwachen. Der Überlebende der Jagdgesellschaft. Ben? Ich bin wegen der Maschine hier, im Altholz. Du bist hinter dem Monster her? Ich versuche es. Kann ich dir ein paar Fragen zu ihm stellen? Ich sag dir, was ich weiß. Was ist passiert? Erzähl mir alles. Wir waren zu fünft. Auf der Jagd nach Wildschweinen für den Stamm. Genau wie schon einige Dutzend Male zuvor. Maschinen kamen uns in die Quere, wie immer, wenn wir im Altholz sind. Und wie immer haben wir sie beseitigt. Doch diesmal, als wir fertig waren, hörten wir ein Brüllen. Hey, ruhig. Von den Bäumen kam ein Blitz aus Klauen und Schweif. Er schlug direkt durch Cole und Ree und Zan und griff mich an, traf meine Schulter. Da war Blut. Dann traf sie einen Pfeil in den Hals. Mein Freund Lau hat sie abgelenkt. Er rief und schrie, dann griff sie ihn an. Er verschwand in den Bäumen und sie verfolgte ihn. Zuletzt hörte ich ihn schreien, dass ich rennen soll. Also tat ich das. Ich war schon fast in Reinklang, als ich merkte, was ich getan habe. Ich ließ Lau sterben. Kannst du mir irgendetwas über die Maschine sagen, das mir helfen kann? Sie sah wie ein Krallenschreiter aus, aber sie war stärker. Viel stärker. Sonst noch was? Der Panzer war dunkler und leuchtete seltsam lila. Danke. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich muss jetzt weiter. Dagegen willst du nicht kämpfen? Glaub mir, ich weiß, was ich tue. Wenn das stimmt, dann reiß sie bitte in Stücke. Lau ist tot. Mein bester Freund. Natur verwoben im perfekten Wagen.